Wir machen jetzt die Herzen. Dadurch, dass wir das schön unterbringen können, haben wir diese Vorlage. Die wollen wir uns dann aufreißen. Aber jetzt mache ich einmal die Fläche, damit die sauber ist. So schaut es aus, wenn es fertig ist. Und schauen, dass wir da eine gute Sache hinkriegen. So. Da kann man dann. So müsste das jetzt genau passen. Und jetzt geht es weiter zur Bandsäge, wo diese Herzen herausgeschnitten werden. Dann schalte ich jetzt die Oberfräse ein und mit der fräse ich jetzt die Rundung drauf. Jetzt machen wir mit dem Brandstift den Namen hinein. Das schauen wir, dass wir so ziemlich in die Mitte treffen. So, das müsste passen. So schaut das dann aus. Die Herzen sind in Zirbe. Die Zirbe hat den Vorteil, erstens, dass sie sehr gut riecht und zweitens lässt sie sich sehr gut bearbeiten auf der Bandschleife, auf der Kreissäge und auf der Oberfräse, weil das muss auch sauber rund werden alles. Und wenn aber der Fräser mal irgendwann nicht mehr hundertprozentig scharf ist, oft wird das eine raue Geschichte. Aber die Zirbe, die lässt dann das gut machen. Deswegen nehme ich die auch gern. Ein schönes Holz ist.